Wenn wir also... Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Dieter Dehn? Ja, gerne. Ich höre gerne Künstlerworte. Gelegenheit geben, länger zu argumentieren. Also ich wollte doch mal Sie als Christdemokraten fragen nach einer konsistenten Politik. Auf der einen Seite reden Sie den Sanktionen das Wort, bezeichnen Sie zwar als maßvoll, auf der anderen Seite bettelt Ihre CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin geradezu Russland an, mitzuwirken oder dass die Bundeswehr mitwirken kann bei einem Syrien-Sicherheitsbereich. Wie denken Sie denn, dass es möglich ist, jemand ständig vors Schienbein zu treten, wenn man auf der anderen Seite seine Zusammenarbeit haben möchte? Lieber Kollege Dehn, das Prinzip internationaler Politik ist nicht schwarz und weiß, sondern das Prinzip internationaler Politik ist, dass man Taten dort, wo sie gegen das Völkerrecht verstoßen, auch entsprechend sanktioniert, aber ansonsten die Gesprächskanäle offen lässt. Und ich möchte auch sehr gerne im weiteren Entwicklung meiner Rede darauf eingehen und Ihnen zwei Beispiele nennen, wie wir damit umgehen können. Wir können uns gerne danach noch mal unterhalten. Und ich möchte auch mal aufzeigen, in welchen vier Bereichen wir mit Russland argumentieren können und zusammenarbeiten können. Entscheidend ist, dass wir die legitimen russischen Sicherheitsinteressen akzeptieren. Aber dazu gehört auch, dass gewisse Regeln auf europäischem Boden eingehalten werden. Und Russland hat mit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim den Vorschlaghammer an diese Fundamente gelegt. Ich glaube, darüber müssen wir uns einig sein. Wenn hier Bewegung in das internationale Verhältnis kommt, dann gibt es für mich vier Bereiche, wo wir ins Gespräch kommen und wo ich auf die Frage von Herrn Dehm eingehe. Erstens den NATO-Russland-Rat wiederbeleben, und zwar nicht nur auf hoher politischer Ebene, sondern auch im Bereich der Militärgespräche. Warum? Weil wir auch Militärdoktrinen austauschen müssen, weil wir über Abrüstung reden müssen und Rüstungskontrolle, insbesondere im Bereich der konventionellen und der immer mehr auf dem Prüfstand stehenden nuklearen Rüstung. Der zweite Bereich, und das ist der Punkt, dem wohl Herr Dehm am Herzen liegt, und das passt auch sehr gut zum Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer, wir müssen regional kooperieren. Wenn die Amerikaner in ihrem geopolitischen Gefüge entschieden haben, sich aus dem Nahen und Mittleren Osten quasi vor unserer Haustür zurückzuziehen, können wir Europäer doch nicht dieses Vakuum Russland, Iran und der Türkei überlassen, insbesondere wenn es mit völkerrechtswidrigem Vorgehen verbunden ist, sondern müssen wir uns engagieren als die Leitnation innerhalb Europas gemeinsam mit Frankreich und zeigen, dass Europa in der Lage ist, dort vor Ort zu kooperieren und auch mit dabei zu sein, um zu helfen. Und das bedeutet wiederum, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir mit Russland ins Gespräch kommen müssen in Libyen und in Syrien. Und so ist auch der Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer gedacht. Der dritte Bereich, wo wir zusammenarbeiten, ist die gesellschaftspolitische Zusammenarbeit im Bereich des Jugendaustausches. Der Kollege Wiese, der Kollege Neu, die Kollegin Dadelen und ich und der frühere Kollege Kaster waren heute auf einem Gesprächsforum mit russischsprachigen Organisationen in Deutschland. Tolle Ideen, die da geäußert wurden. Da können wir ansetzen, auch mit Blick auf Visaerleichterung. Und der vierte Punkt ist ein ganz gravierender. In Russland gibt es gerade einen Richtungsstreit zwischen der Denkschule, mit China engstens zu kooperieren, und mit der Denkschule, die sagt, Russland muss ganz nah im europäischen Bereich bleiben. Und wir haben die Chance, Russland den Weg zu öffnen, wieder regelbasiert zu handeln und mit uns eng im europäischen Haus zusammenzuarbeiten. Denn ich glaube, alles, was wir nicht gebrauchen können, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Russland und China. Das wäre nämlich auch zu Lasten Russlands. In diesem Sinne